komme ich nur hier raus? Wie komme ich nur hier raus? Wie komme ich nur hier... Warte mal. Wäre die Möglichkeit, dass Papst vielleicht die Aktion der Wache beobachtet hat? Ich habe versucht, über die Schulter des Wachmanns zu sehen. Ich habe versucht, die Kombination über die Schulter des Wachmanns zu sehen, aber er ist zu groß. Über seine Schulter? Warte mal. Was? Ich hab's vielleicht auf Band. Ein bisschen zoomen, ein bisschen nachschärfen. Ha! Was? Die Kamera war hoch genug, um alles einzufangen. Yes. Gute Arbeit, Dad. Die Kombination ist 2 links, 8 rechts, 18 links, 32 rechts. Bitte. Hey, deine Gitarre. Tut mir leid, dass ich sie loswerden wollte. Ja, die Gitarre ist ziemlich cool, aber das hier ist mir wichtiger. Kein Grund, deinen Dad zu Tränen zu rühren. So, mein Inventar ist also wieder voll. Aber es sind trotzdem nur 3 Sachen. Die Zeitung, Foto. Warte mal. Uno momento, Dad, per favore. Wie kann ich dir helfen, mein Junge? Nee, warte mal. Obwohl, könnte ich lasse mich nochmal mit Jen verbinden. War klar, mein Sohn. Jennifer? Was gibt es, Martin? Okay, vergiss den Ausbruch. Ich glaube, ein Treffen wäre kaltergehaft. Ja, okay, das können wir schon. Warum nicht? Ganz einfach. Wie kriege ich die also wieder hin? Geh noch nicht, Jen. Das würde ich niemals tun. Es wäre gegen die Regeln. Könnte ich vielleicht unter Umständen... Yes. Okay, Jen, das hier wird dir bestimmt gefallen. Ich hoffe jedenfalls, dass es das noch tut. Martin? Jennifer? Autsch. Oh, Miau. Martin. Martin? Was machst du? Da! Was ist hier los? Ich habe keine Ahnung, Sir. Ich habe mich um meine Angelegenheiten gekümmert, als plötzlich dieser furchtbare Lärm aus der Kamera kam. Da stimmt was nicht. Ach nein, ja. Wirklich? Genau wie hier. Niemand spielt mit meinem Verstand, kapiert? Niemand. Ich bin Jennifer Parker, Rock'n'Roller. Jen? Oh, ja. Könntest du mich jetzt befreien, bitte? Danke. Hä? Jen! Wir haben keine Zeit für Plaudereien, McFly. Wir müssen dich tarnen, damit wir hier rauskommen. Hat die jetzt den Tübi ausgezogen? Calvin Kleinunterwäsche? Echt jetzt? Fertig. Wie sehe ich aus? Etwas zu klein für ein Mitglied der Sturmtruppen, aber es muss reichen. Los! Aufi! Los geht's! Oh, raus hier. Bevor es sich noch jemand anders überlegt. Okay, du Teufelskerl, was jetzt? Tja, jetzt befreien wir Bürger Brown, machen, dass wir hier wegkommen und bringen die Dinge wieder in Ordnung. Mir egal, solange ich was zerschlagen kann. Ich habe eine Menge angestaute Aggressionen in mir, kapiert? Miss Parker. Was zur... Ich soll Sie zur Lobby begleiten. Ihr Vater wartet auf Sie. Er kann doch warten, oder? Ich hatte gehofft, dass dieser attraktive junge Mann mir ein wenig die Örtlichkeiten zeigen könnte. Ich muss leider darauf bestehen, Miss. Ganz ruhig, Jennifer. Ich habe alles unter Kontrolle. Wirklich? Wirklich. Okay, aber als erstes... Mwah. Wofür war der? Für meine Rettung, Dummkopf. Gehen wir, Officer. Ich müsste Ihnen eigentlich einen Strafpunkt für einen AZÖ-Verstoß erteilen. Oh, leck mich. Was? Rock'n'Roll? Ja, also dass gegen diesen Kuss jetzt keiner was gesagt hat, wundert mich jetzt irgendwo. So. Tablett, Limo. Nicht anfassen! Ich brauche das Koffein! Okay. Tja, was immer du sagst. Kann ich davon was haben? Ich habe ewig nichts gegessen.
Nein, das gehört Tennen. Er darf nichts essen, solange er nicht seine Beruhigungspille genommen hat. Wir haben es vor einer Stunde versucht, aber er hat sie immer noch nicht geschluckt. Ich mach das. Ich kann sehr überzeugend sein. Nein. Beginne okzipitale Neuausrichtung. Oh, das hört sich nicht gut an. Das hört sich nicht gut an. Wo finde ich denn Tennen? Hier ist Ausgang. Nee, warte mal. Ich will nicht zum Ausgang. Ich will eigentlich... Ist da jetzt zu? Hey, hol mich hier raus! Wer... Sorry, ich kann dich nicht verstehen. Aber danke für die Klamotten. Ah, natürlich, der Bulle. Hatte der keine Unterwäsche an, oder was? So, Steuerpult, Wache. Ich muss die Wache irgendwie loswerden. Hab zu tun! Verdammt. Kann ich um die Wache... Komm. Bam! Ich hab gerade keine Lust auf ein Ständchen. Du sollst auch kein Ständchen singen, du sollst... Was ist das? Tür? Wo geht's da hin? Wow, die Tür ist wirklich fest verschlossen. Welchen kranken Freak sie da wohl eingesperrt haben? Ich hätte es wissen müssen. Keine Sorge, Emmett. Es ist... Hi, Biff. Geht nicht? Deine Sprechanlage scheint defekt zu sein. Oh, verdammte Sehr Scheiße. Gut. Da wären eh nur Flüche und wirre Metaphern rausgekommen. Die Wache sagt, dass ich dir kein Essen geben soll, ehe du nicht deine Pille geschluckt hast. Tja, selber schuld. Na gut, wo geht's denn da hinten hin? Ah. Da ist Edna drin, aber da reinzugehen... Ist das eine gute Idee? Was machst du hier drin? Wo war doch gleich die Toilette? Die nächste Toilettenpause ist erst in 158 Minuten. Jawohl. 158 Minuten? Kämpfe nicht dagegen an, Liebling. Du verletzt dich nur selbst. Bis ich wieder auf die Toilette gehen kann? Das sind ja menschenverachtende Dings und so. Und, hallo? Geht's noch? Ich kann nicht gehen, bevor ich Doc gerettet habe. Nur er kann den DeLorean reparieren. Verdammte Axt. Steuerpult kann ich wahrscheinlich nichts machen, solange die Wache dasteht. Entschuldigung, aber ich versuche hier gerade eine Persönlichkeitswiederherstellung bei ihm durchzuführen. Und? Das Letzte, was ich gebrauchen kann, sind deine Finger. Die den Retter von Hill Valley in einen sabbernden Zombie verwandeln. Gibt es ein Problem, Bürger? Kein Problem, Madam. Gut, weitermachen. Oh. Verdammte Axt. Beinahe hätte ich Mitleid gehabt. Beinahe. Hi, Biff. Rate mal, wer da ist. Willst du raus? Hey, Biff. Rate, wer dich bewacht. Kuckuck. Langer, du willst dir raus? Die werden nicht passen. Ja. Schluck deine Pille, Junge. Biff, schluck schon deine Pille. Keine Verbesserung, Bürgerin Edna. Soll ich die behandeln? Hi, Biff. Schluck deine Dreckspille. Los, Biff, schluck schon deine Pille. Boah. Du bist selber schuld. Du bist selber schuld. Du kriegst halt nichts zu essen. Puh. Aber ich habe auch noch ein anderes Problem. Was habe ich im Inventar? Immer noch die drei Sachen, ne? Ach, das will ich doch gar nicht.
Warte mal. Nein, nein! Das Foto meines Dads gebe ich nicht her. Ist mir schon klar. Sprechanlage. Kaputt. Super. Das war wohl Jen, damit die Wache nicht um Hilfe rufen kann. Ja, irgendwo schon. Ich glaube... Was war denn das jetzt schon wieder? Ich glaube, ich... Achso. Da ist nichts, was ich gebrauchen kann. Du soll... Da ist nichts, was ich gebrauchen kann. Och. Erhöhe somatosensorische Sub... Ich habe hier drin niemanden zum Reden. Du sollst doch auch nicht... Du sollst... Geh doch einfach in die Tür rein. Da ist nichts, was ich gebrauchen kann. Ich hatte jetzt die Hoffnung, ich könnte mit meinem Papst reden. Ach, verdammte Axt. Okay. Also, fassen wir mal zusammen. Es geht gar nichts. Befreie Bürger Brown aus der... Aus der Bürger Plus? Bildschirm? Keine Ahnung, welche Filme sie dort zeigen, aber es scheint ihm keinen Spaß zu machen. Einen Moment mal. Dieser Lautsprecher kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, schon, aber was macht der hier? Warte mal ganz kurz. Da kann ich die Gitarre nicht anschließen. Nein, hier nicht. Aber wo kann ich die Gitarre anschließen? Da kann ich die Gitarre nicht anschließen. Ist keine Verbesserung, Bürgerin Edna. Soll ich die Behandlung wieder... Das sieht wie ein riesiger Lufterfrischer aus. Verrückt. Duftspender, Doc. Er sieht furchtbar aus. Steuerpult. Was ist das hier drüben? Das ist gar nichts. Das ist einfach... Doc, halte durch. Ich werde dich da irgendwie rausboxen. Ich weiß noch nicht wie, aber... Durchhalten einfach. Einfach durchhalten. Müssen dich tarnen, damit wir hier rauskommen. Nun, ich weiß beim besten Willen noch nicht wie, aber irgendwie kriege ich Doc da unten schon raus. Also in Kleinunterwäsche? Aus den Fängen von Edna und dieser üblen Maschinerie. Wie sehe ich aus? Wie? Tja, gute Frage. Und Edna fehle ich definitiv auch noch heftigstes Handwerk legen. Seid also mit dabei, wenn ich der Tussi eins auswische.